Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wie ihr seht, bin ich schon fleißig unterwegs und heute tatsächlich auch mal ohne den Gowski. Liegt ganz einfach daran, dass der sich zurzeit ein bisschen daran überspielt hat. Und aktuell, gerade ein bisschen lauter vor Ohren, nicht so die Böcke hat. Ne? Er wird aber voraussichtlich zur Blutnacht dann wieder vorbei sein, dabei sein. Wieder vorbei sein, finde ich gut. Und wir bringen bis dahin einfach mal ein bisschen die Zeit rum. Sammeln hier fleißig Stuff ein, damit wir unsere Farm erweitern können. Und ich bin gerade ein bisschen unterwegs Richtung Süden, da ich endlich mal versuchen wollte, ein verbranntes Biom zu finden. Bisher haben wir ja tatsächlich nur Schnee und Wüste gefunden. Und weder verbrannt verseucht, noch verbranntes Biom irgendwie. Und das nervt mich. Das heißt, wir preschen jetzt erstmal hier in unsere Heimatstadt, wo wir angefangen haben. Und ich glaube, genau hier haben wir angefangen tatsächlich. Ja, exakt hier. Hier startet die erste Folge 7 Days to Die Season 2. Und da wir nun mittlerweile mal ein bisschen mobil wenigstens sind mit der Karre, preschen wir hier direkt dran vorbei und hämmern weiter so gut wie möglich Richtung Süden. Ne, wir hätten hier nochmal tatsächlich einen Shotgun Messiah, wobei ich mir denke, ja, man könnte ihn jetzt ein drittes Mal oder viertes Mal in der Season zeigen, aber irgendwann wird es auch echt lame. Ne, ich war tatsächlich vor kurzem erst hier. Und vor kurzem heißt unmittelbar bevor ich jetzt mit dem Auto durchfahre. Weil ich schon eine Aufnahme gestartet hatte, aber ein riesiger Vollidiot bin. Und die Aufnahme tatsächlich falsch lief. Es wurde nicht das Spielbild aufgenommen. Aus irgendeinem Grund hing er da die ganze Zeit im Ladebildschirm mit der Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz, naja, und ich war zufällig da in der Farm drin und habe da ein bisschen verrotteten Scheiß geholt. So, und wie gesagt, hier wäre nochmal der Shotgun Messiah. Die ist mir aber Kackwurst. Egal. Ich dachte, hier wäre nochmal ein kleiner Laden, aber nein. Also nehmen wir jetzt hier die Straße gen Süden. Und zwar genau gen Süden. Da wäre nochmal eine Ölraffinerie. Ja, könnte man mitnehmen, aber muss jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe mir gedacht, wir nehmen ein Krankenhaus oder sowas für uns für heute vor. Oder mal eine coole Kirche, eine große. Aber da ist in der Hütte hier leider kein Blumentopf zu gewinnen. The Bear Den. Ja, nö. Doggos. Fats Food. Och. Berserk Builds, den nehmen wir. Der ist geil. Und Special Shots. Ich würde sagen, die beiden clearen wir heute. Zack. Moin moin. Ich bin da. Was wollt ihr? Rabimmel. Rübe weg. Oh. Ich hätte fast gesagt Spider, aber es ist eine Schlange. Ist sie tot? Bin ich sicher. Oh, die trifft man auch so unglaublich schlecht, ey. So, wieder ein bisschen was zu futtern. Aloe habe ich tatsächlich auch schon gesammelt. Um mal wieder ein paar Heal-Kits fertig zu machen. Ja, und dann hätte ich tatsächlich Bock drauf, mir mal ein bisschen Werkzeug herzustellen. Und zwar energiebetriebenes tatsächlich. Ne, ich hatte das auf meiner Offline-Map mal ausprobiert. Wow, komm mal klar. Und finde die mittlerweile ziemlich geil. Die gehen tatsächlich nach vorne. Was habt ihr für Sorgen? Hoppala. Wurde aber hier echt hektisch, mein Freund. Ne, mach mal hier nicht so eine Welle. Assi. Way, Chili Dog. Das finde ich gut. Katzenfutter. Nur Scheiße. Leer machen wir es trotzdem. Nitratpulver eigentlich auch voll für den Arsch.
wie immer gibt es hier nur Schrott. Bonbon-Dosen und mehr Schrott. So, gehen wir gleich noch aufs Dach. Ich glaube, hier unten ist nichts mehr zu holen. Kein Tresor, kein Nix. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Hütte? Was ist das für ein Laden? Unser Tresor wird täglich um 24 Uhr geleert. Einbruch ist zwecklos. Oder so ähnlich. So. Naja. Hier haben wir ja ein bisschen was. Oh. Das war tatsächlich gerade Splash Damage. Das ist ja geil. Halt mal die Fresse. Komm, verzieh dich. Und du auch. Das ging erstaunlich gut, dadurch, dass sie einmal voll durchgezogen hat. Better up, geil. Metal Chain Mod. Don't have enough knockdowns. Power. Learn to craft Metal Chain Modifications. Increase your stock in the wheelchair business. Okay. So, 233 Wert. Kann direkt in Müll. Ja, erstmal haben. 602 Wert. 135 kann auch weg. 300 noch was. 46 kann weg. Und der Stunbatten kann auch weg. Müll. Absoluter Müll. Schwupp. Shamways Dosenfleisch. Das gönnen wir uns gleich mal. Kartoffel kann weg und der Scheiß auch. So. Dann haben wir den Laden tatsächlich schon geklärt. Das war... Oh. Der hat eine Solarbank. Kann ich die abbauen? Eine Ranch hier? Ich habe eine im Auto. Das klären wir gleich nochmal. Wo ist meine Karre? Da. Zack. Jetzt haben wir hier. Erstmal einen ganzen Scheiß rüber. Das auseinandergenommen. Ich bin ein bisschen neugierig, was ich dafür bekomme. So, meine Lockpicks wollte ich allerdings nicht alle weggeben. So, das, was ich holen wollte, habe ich nicht geholt. Clever. So, Schaufel brauche ich auch aktuell eigentlich nicht. So, und dann gucken wir doch mal, ob wir das Ding auseinandernehmen können. Wahrscheinlich kriege ich dadurch wieder nur elektrische Teile oder so ein Scheiß. Das wäre echt cool, wenn man die abbauen könnte. Ja, ein bisschen Eisen. Spiegeleisen, okay. Aber lohnt sich in keinster Weise tatsächlich. Nun gut. Halb so wild. Wir wollten hier in den Spielzeugladen, aber was auch immer das sein soll. Special Topf. Sieht auf jeden Fall nach Spielzeugladen aus. Den nehmen wir einmal. Ich finde das immer noch so affig, dass man den hier drin nicht lesen kann, sondern erst nehmen muss und rüberlegen. Das ist doch so bescheuert, oder was? So, Stofffetzen nehmen wir ausnahmsweise Müll. Ist auch Müll. Stofffetzen nehmen wir ausnahmsweise mal mit. Weil ich mir gleich ein paar Verbände machen will. Jetzt auch nichts wert. Den Rest nehmen wir mal mit. Moin, Leute. Ja. Na, was haben wir denn hier so? Der war ja richtig schlecht daneben geschossen. Was? Na? Der steht anscheinend nicht mehr auf. Und der verlustiert sich da erstmal an der Tür. Bis das soweit ist, bin ich da. Und hau dir aufs Maul. Nun gehst du mir aber hier durch. Du Idiot. So, jetzt aber. Oh, schwere Geburt. Ich hau heute erstaunlich oft daneben. Meine Güte. Bürostühle brauchen wir keine. Aber. Ja, Sodawasser. Sodawasser finde ich richtig geil. Kostet die Intellect is blind. Und wieder kein Tresor, kein Nix zu sehen hier. So, was ist das hier überhaupt für eine Hütte? Das nehmen wir gleich mal alles auseinander. Tresor? Nein. Ammo-Pile finde ich gut. Toll. Biss. Meine ist tatsächlich doppelt so stark. Krass. Krass. Sehr genau, doppelt so stark. Na gut. Ja, den nehmen wir mit.
Erstmal haben. So, Bücher. Bücher finde ich immer gut. Ja, okay. Ungefähr. Mods finde ich gut. So. Quest nehmen wir auch gleich an. So, hier gibt es anscheinend nur Bücher. Bücher und Papier. Ist ja unglaublich. Und immer noch kein Tresor. Ist doch scheiße. Ist hier einer hinter? Nö. Wo denn? Hallo? Ach, da bist du ja. Auf die fiesen Hacken hauen. Ey. Also, was ist denn los hier? Ich wollte gerade sagen, kriege ich auch Erfahrung für die? Alter, was ist denn da mit dem Kopf los? Junge, geh zum Arzt. Das ist auf keinen Fall gesund. So sollte man nicht aussehen. Wo kam das denn hier? Fresse halten, Junge. Da, wo es hackt. So, erstmal schön durch den Müll suchen. Und wie immer nur Müll. Ausnahmslos. Und hier gibt es wenigstens noch Flintenmunition. So. Ne, mein Plan mit den Shotguns steht ja immer noch. Ich will ganz viele Shotgun-Türme für die nächste Blutnacht eigentlich schon haben. Auch wenn das ganz schön eng werden könnte. Weil ich tatsächlich meinen Intellekt noch ganz schön boosten muss dafür. Aber ich hoffe, das klappt. Na komm. Ich weiß hier nicht, alles für ein Scheiß ist. Ja, was ist denn Mist? Kaffeemaschine, Kaffee. Ofen. Na, was habt ihr Schönes gemacht? Na ja, gut. Das war jetzt auch nicht der Hit. Ist das hier eine kleine Kabine? Bonbondose. Und Minen. Ich will Minen haben. Habe ich das erzählt? Weil ich Minen richtig gut finde. Gut, dann nehmen wir mal mit. Ist dem Speer anscheinend wichtig, dass ich eine habe. Kindergarten oder was? Oh, auch schön. Zack. Blei und Papier. Alles wertloser Scheiß. Alles Plunder. Okay, meine Warteschlange ist voll. Weg damit. Auseinandernehmen und auseinandernehmen. Ne, wir haben hier nicht ewig Zeit. Wir ruppen den Laden auseinander und dann ist gut. Ja, ein bisschen Beweglichkeit von den Objekten wäre noch cool. Wenn tatsächlich der Fahrstuhl einfach mal runter feuern würde, während ich hier dran vorbeilaufe oder so. So ein schlechter Scarejump halt. Noch eine Lammration. No Sale Price finde ich auch gut beim Knüppel. Bin's ja wohl. Rabimmel, alter Vater. Was? Du auch noch? Na, Big Mama, du hast aber. Ja, das ging fix. Ist ja schön, dass ihr hier durchgebrochen seid. Geholfen hat's euch nicht. Ja, dies. Okay, hier hängt eine Fackel. Warum auch immer. MP, Bacon, Magazine Extender. Das war ja schon mal ein bisschen was Besseres. So, gucken wir doch mal, was hier oben abgeht. Da hinten will ich hin, glaube ich. Ja, das war klar. Hier ist nochmal ordentlich was an Büchern. So. Da ist doch... Nee, da ist nichts hinter. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Zack, dann sind wir schon mal hier. Eine Leiter ohne Grund. Aber echt ficke viele Bücher. The Hunter's Journal. Safety fans. Don't become to prey, the prey by using the tips to stop. Would be a ticker. Ja, ja. Mehr Schaden gegen Menschen. To humans. Was ist denn das? Oh, Cripple Mod. Schematic.
Wie viele Menschen laufen denn hier bitte rum, die ich erschießen könnte? Spotlight Schematic. Das hingegen finde ich gut. Shotgun Messiah. Okay. Shotgun. Klumpen. Was willst du mir denn jetzt? Geh mir nicht auf den Trichter. Wasser? Nein. Ist noch so ein komischer Bibliothekar. So. Gibt's auf die Fresse. Neil and Fred. Cargo Pockets. Ja, gut. Nicht, dass ich sie noch brauchen würde, aber erstmal haben. Motorcycle Chassis. Oh, das ist schön. Das kann ich tatsächlich noch gebrauchen. Great Haste. Okay, use Adrenaline to your full advantage. You can fall up to 50 meters without taking damage by carrying 5000 Dukes on board. Das finde ich ja richtig gut. Impact Bracers. So. Rappelmill. Wo habe ich jetzt alle? Ich glaube, ich habe alle. Ja. Ah, hier haben wir noch was. Great Haste. Did you forget your combination to save? You've learned how to break into saves much easier and faster. Mehr Schaden gegen... Oh, hier. Cool. Haben wir den Gips auch gelernt. Zusätzlich dürfen wir jetzt schneller... in Dings hier einbrechen, in Tresore. Und finden passend dazu gleich ein paar Dietriche. Das ist doch herrlich. Ah... Food, 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 Food. Nix als Food, ey. Sonne, Kacke. So, dann gehen wir uns noch das Dach. Und den... Oh, shit. Das war schon mal richtig gut. Das war auch richtig gut. Und das war auch richtig gut. Das hat sich gelohnt. So, und wenn der mich jetzt nicht voll rotzt, fände ich das richtig gut. So, Ruhe, Ruhe. Und dann noch ein bisschen... ekliges Fleisch. Oder auch nicht. Was ist das hier? Verrottenes Fleisch. Was? Zerbrochenes Glas brauchen wir nicht. Aber das Fleisch, Junge. Nehmen wir auch gleich von denen. Alles, was hier rumrottet, nehme ich mit. Naja, ein bisschen was ist ja da. Das ist schon mal was wert. Einmal fix lockpicken. Oh, ich strecke mich noch einmal. Auch viel im Auto heute gesessen, meine Fresse. Ich hab ein bisschen Nacken. Unangenehm. Auf Anhieb geklappt, na Mensch. Der Scheiß ist sogar fast nix wert. Super. Customized Fitting finde ich gut. Hicks. Militärfiber will ich haben. Flintmunition, die ist was wert. Die kann man immer mal gebrauchen. Wir haben keinen Hunger mehr, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber wir können die hier lesen. Komm schon. Bisschen Nitrat, ein bisschen den Scheiß. Da ist so viel Müll hier, ey. Ist auch nichts Hochwertiges bei. Das ist doch alles Scheiße, ey. So, Shotgun Messer. Komm, belohne mich. Das ist nicht sehr belohnend. Die will ich haben. Die will ich auch haben. Und der Rest ist echt wertlos. Total wertlos. Pimmelige Verbände und pimmelige Blutbeutel. So. Enttäusch mich nicht, Working Stiff. Kann ich hier eigentlich skillen? Ja. Ich habe Lucky Looter nur auf 1. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ich hier brauche, um Shotgun-Türme und sowas zu bauen. Das ist für den Stun-Batten, dass der ein eigenes Dings hat, ey. So. Das finde ich total bescheuert. Ach nee, hier, doch. Turrets kann ich hiermit bauen. Junk-Turrets. Die Frage ist nur Junk-Turrets? Das brauche ich dafür nicht. First Aid Bandages. Advanced Engineering.
Craft Workbenches, Stable Source, bla bla bla. Generators. Advanced Base Defense Systems. Shotgun Turrets. Da muss ich hin. The Inventor. Und Intellect Level 8. Das wäre nix, wa? Boah, shit, ey. Brauche ich noch richtig viel Level. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Blasebalg. Ja, ich glaube, ich habe noch nicht keinen zweiten. Wiring Tool, weiß ich gar nicht, ob ich den habe tatsächlich. Nehmen wir einfach mal mit. Ich sollte aber schleunigst mein Loot Skill. So, 15 Meter. Mal sehen, sind das 15 Meter? Offensichtlich nicht. Gut, das war okay. Nicht der Shit, aber okay. So, ich hoffe, meine Karre ist klimatisiert. Ich finde auch einen Haufen Scheiße, ey. Nur Müll. Ist ja unglaublich. So, erste Hilfeverband. Stofffetzen. Ups. Sind noch welche da? Wie viel habe ich ja mittlerweile zusammen hier? 24, immerhin. Rezepte, ey. Mach mal ein paar fertig. Könnte ich auch mal zusammenlegen. Und dann geht's weiter Richtung Süden. Ist da eine Straße? Das wird total geil. Sieht nicht danach aus. Also fahren wir einfach querfeldein. Weil wir das können. Das mit den Bandagen geht ratzfatz. Das ist auch so ein Haus im Nix, das dazu auch noch schwebt. Nee, doch nicht. Zu der keine Straße führt, offensichtlich. Doch, da. Der hätte ja weiter im Kreis fahren können. Meine Fresse. Oh. Ist das da verbrannt? Sollte es tatsächlich so sein? Das wäre der Shit. Auf jeden Fall eine andere Textur. Das ist eine Menge andere Textur. Alter. Sieht ganz schön behämmert aus. Ganz schön sehr behämmert. Und dicke Furchen. Na komm, wir fahren jetzt einmal hier lang. Es ist verbrannt, verseuchtes. Naja. Immerhin. Hier fahren wir nicht einfach querfeldein. Oh, hier bin ich schon durstig gerade. Ups. So, dann fahren wir nochmal kurz hier in die. Oh, shit. Kacke. Dezent festgefahren. Ups. Hier ist gerade schlecht mit querfeldein. Alter. Hält's ja nicht aus. Die Hütte clear ich jetzt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Na, das wird schon. Dieser blöde Vogel, ne? Der gibt auch nicht auf. So, wo komme ich denn hier rein? Ach, das ist ein Händler. Ja, geil, du. Hier clear ich gar nichts. Hier sage ich guten Tag und verkaufe gleich den Stuff. Das ist ja herrlich. Den müssen wir gleich mal markieren. Wegpunkt speichern. Was habe ich da immer genommen? Die hier, glaube ich. Händler. Bleib mal hier. Verseucht finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so geil. Ich hätte mich mehr über. Das rollt ja echt schon wieder weg, ne? Über verbrannt gefreut, aber okay. Man kann nicht alles haben. 13 Uhr ist sogar offen. Perfekt. Was will man mehr? Ich hätte vielleicht mal Stuff mitnehmen können, die ich verkaufen kann. Vielleicht wäre das schlau gewesen. Die funktioniert sogar. Hier ist eine streng geheime Basis. Der Sound ist gerade komisch abgerissen, aber egal. Juri! Wo bist du? Da bist du. Junge. Einfach viel zu geil, dass er sie redet wie eine
bin Kerl. Let me see your inventory, please. So, Generator Bank, okay. Nett. Der Scheinwerfer kann ich mittlerweile selber bauen. Brauche ich entsprechend auch nicht. Was hast du denn hier Schönes? Wasteland Treasures. Das gönnen wir uns einmal. Das habe ich glaube ich noch nicht. Oh, ein Motorrad. 18.000. Requires a workbench to craft. Aha. Jo, das nehmen wir einfach mal mit. Ganz stumpf. Vielen Dank. Ich hole einfach den Scheiß, den ich dir verkaufe. So, dann haben wir das erste Motorrad. Herrlich. Damit kommt man tatsächlich ein bisschen besser voran als mit dem Jeep. Zumindest hier im Ödland. Da werden wir wahrscheinlich gleich einmal mit weiterfahren. So, sag mal her, was wollte ich denn hier verticken? Ordne das mal. Das hier, die behalte ich, weil ich noch keine habe. Steelglas haben wir auch weg. Eisenstiefel verkaufen wir auch. Und sonst ist kaum was da, das ich verkaufen möchte. Das ist meine. Die kommt mit weg. Die kommt mit weg. Und dann ist das, glaube ich, auch schon alles. Wow. Ist ja unglaublich. Verticken wir den Scheiß noch fix. Aber erst knallen wir ihn da ab. Was machst du da? Also dumm in der Welt rumrennen. Ich hasse ja diese Hunde, ne? Wie die Pest. Ich laufe doch hier schon wieder falsch. Da muss ich rein. Moin. Lass mal sehen. So. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Zack, kamen wir wieder 2900 zusammen. 4000, 5000 wäre besser. Great doing business with you. Come back. Hey, der nuschelt sich auch was im Bart. So, jetzt brauche ich noch hier 2 Punkte. Und hier wird mir nicht angezeigt, wie viel. Aber dann kann ich auf jeden Fall Shotgun Turrets bauen. Das wird super. Wird die ganze Basis mit Türmen umstellt. Das wird der Shit. Dann sollte die Blutnacht auch gut zu erledigen sein. Halt, 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 halt. Die Karre soll aber hier bleiben. So. Und dann kommt das Moped hier hin. Oh, wie ich sie hasse. Scheißviecher, ey. So. Oh, vergessen zu verkaufen. Scheißegal. So, ganz so viele Verbände brauchen wir auch nicht. Dann kann der ganze Scheiß hier bleiben. Wie? Na gut, gehen wir ein Stückchen zu Fuß. Zack. Moppet, Junge. Benzin wird auch helfen, ja. Ich gebe dir recht. Shit. Nehmen wir die Wrench mit. Hab ich Bacon dabei? Ja, habe ich. Damit wir unterwegs ein paar Autos abfahren können. Mit dem Sprit werden wir nicht auskommen. Da kommen wir nicht ewig weit. Gucken wir mal, was geht. Ja, 20% reicht aber erstmal. Ja, geil. Straße wieder mal einfach zu Ende. Ich sehe mich schon wieder auf irgendwelchen Minen fahren. Und tot in der Ecke verbluten. Also dieses Ödland finde ich tatsächlich immer noch... Ach komm. Immer noch genauso hässlich wie all den vorherigen Versionen. Und noch eine Straße, die ins Nichts führt. So, das ist doch scheiße, ey. Jetzt mal ernsthaft. Da ist eine Stadt. Wie tief ist das Wasser hier? Oh, das scheint zu gehen. Zack. Noch ein Flieger.
daneben. Also echtes Ödland ist immer noch so hässlich. Verdammt. Ist das hässlich. Weiterkommen. So, erstmal machen wir den Bären da weg. Ach komm. So, wo ist mein Moped? Da gibt's ja einen. Das war echt schlecht. So, aufheben. Wenn man es eilig hat, ne? Dann schießt man einfach wie der letzte Mensch. Boah, alles wertloser Scheiß, ey. Hab ich vorhin aufgenommen? Brauche ich jetzt nicht. So, wo ist der Bär? Ich will ihn häuten. Ich bin ein bisschen nass. Wo ist denn hingeflogen? Ist der weggeglitscht oder was? Ich wollte das Gammelfleisch haben. Was ist denn das für ein Scheiß? So, ich bin noch geduckt. Oh, Schlange. Tote Schlange. Sehr, sehr tote Schlange. Ihr wollt mir doch was. Sehe ich doch sofort. So, wo ist die Stadt, die ich vorhin gesehen habe? Das ist Norden, das ist Süden. Zack. Du weg. Komm schon. Da ist die Stadt, die ich vorhin gesehen habe. Und da ist der Bär, den ich gesucht habe. Ich bin aber nur falsch rumgelaufen, ich Idiot. So. Komm her, meiner. So, ich bin 63% nass. Das ist ja ein Ding. 76. Ich dachte, wenn man durchs Wasser wartet, ist man gänzlich nass. Aber okay. Ich diskutiere jetzt nicht mit dem Spiel. So, Gammelfleisch. Ehrlich? Nicht viel mehr als bei einem Hund oder bei einem Wolf? Das ist doch scheiße. So, und hüpfen wir hier auch noch rüber. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Noch 9 Schuss schwere Munition. Dann ist der Piss auch weg. So, können wir jetzt mal ein Stückchen fahren? Also hier ist mehr Wasser als bei mir im Waldbiom. Kein Angehen, ey. So, das... Was ist denn das? Glitscht das da rum, oder was? Abmarsch! Was ist das denn Schönes? Da ist eine Straße! Wey! Oh, nicht schon wieder, ey. Ich hasse diese Viecher! Das Fabrikgebäude ist doch mal ein bisschen anders. Moin! Vergiss es! Wir fahren wieder querfeld ein. Oh, hier liegt so viel Scheiße rum. Unglaublich. Früher war das ja tatsächlich mal eine gute Ecke, um Alteisen zu farmen. Mittlerweile ist das nur noch für den Arsch. Oh, ein altes Krankenhaus. Perfekt. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. So. Komm her, du Assi. Weg bist du. Hast jetzt davon. Sei gefälligst tot. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir mit, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Dann machen wir uns noch den Schlafsack hier vorne fertig. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Es gibt natürlich nur Holz. Du mach mal kein Terz dahin. Ganz ruhig, meiner. Du hingegen machst ganz fiesen Terz. So, ist der schon mal hin. Dann nehmen wir gleich wieder Gammelfleisch mit. Zack. Und was schreist du hier so rum? So. Jetzt wird das auch erledigt. Ich muss noch ein bisschen... Komm her hier. So, jetzt sollen wir 10 haben. Ja. Rezepte. Ach komm.
Schlafsack, weg damit. Und dann kicken wir mal, was im Poppenpilz hier abgeht. Da ist ein Bestattungsinstitut noch. So, ist hier irgendwo offen? Nö. Aber eine Mine. Okay, Minen, die keine sind. Aber Safety first, ne? Man weiß ja nie. Das sind auch wieder so typische Ecken, wo ich gegenrenne. Das kann ich richtig gut. So, Schlafsack. Oh, da ist wieder das Glockenspiel, das ich so geil spooky finde. Weg, 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 weg. Alles weg. Honig brauchen wir auch nicht. Oh, wir haben mittlerweile echt viele Reparaturkits. Was ja nicht immer was Schlechtes ist. So. Moin. Hallo, Frau Doktor. So. Schicht im Schacht. Noch einer? Hallo. Juri. Was geht ab? Nix. Völlig tote Hose. Das war ja mal frustrierend langweilig. Na, wo kommt das jetzt her? Da hinten. Ja, klopp du mich mal da durch. Ich gehe hier außen rum. Oh, ich habe damit gerechnet, dass er aufsteht. So, zwei Tore. Sie haben ein wenig ihren Schrecken verloren. Hier so berserkermäßig durchrennt. Ist halt nur nachts, dass sie so abfacken, ne? Muss man ja tatsächlich sagen. Hm. Kommt ihr da jetzt durch? Da war doch einer, der sich durchkloppen wollte. Hm. Weg. Was ist hier draußen los? Ist wahrscheinlich unten. Sind wir noch nicht so. Frau Doktor, wo kommen Sie denn her? Bitch, Gesang. Wow, die ist geflogen. Liegen bleiben, liegen bleiben. So, wo kommt denn das jetzt her hier? Okay, da ist definitiv was hinter. Kloppen wir uns da doch mal durch. Und gucken mal, was hier abgeht. Hier anscheinend tatsächlich gar nichts. Wo kommt das Gekloppe her? Irgendwer will hier irgendwo durch. Ach da. Eins. Oh. Tatsächlich die Munition. Das ist ja ein Ding. Hat aber lang gehalten. Tot. So. Hätten wir das erledigt. Du stehst echt nochmal auf. Na gut. Dann lege ich dich echt nochmal nieder. Hi, hast du endlich einen Weg gefunden, ja? Das hat aber gedauert. So. Ich habe keine Ahnung, wo die hier herkommen wollen. Aber gut. Gönnt euch. Irgendwas ist wieder kaputt gegangen. Kann sich nur um Stunden handeln, bis sie hier sind. So, was geht? Ach, das ist nur Scheiße, ey. Meine Fresse, es geht mir schon fast auf den Sack. Alles Müll. Aber gut, vielleicht sollte man auch Loot mal skillen, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Bei dem Psycho sind wir jetzt. Das finde ich gut. Das mag ich. Das ist genau meine Kragenweide. Da klopfen wir mal an. Ey, ihr Psychos. Kommt ran hier. Ups. Ups. Heute ist sie trefftechnisch nicht mal. Wieso fängst du an zu rennen, wenn ich sie umkloppe? So ein Arsch auf, oder was? Oh. Du bist tot.
Macht aber gar nichts. Na, hat jemand versucht abzuhauen. Wir gucken uns aber noch ein bisschen um. Fritsch! Wer hat das gesagt? Okay. Du hast das gesagt. Hi! Kam ich nicht von hier? Nee, hier sind Minen. Ich glaube, da bin ich nicht vorbeigekommen. Interessant. Sehr interessant. Haufen Kacke. Nix als Kacke. Nehmen wir einfach mal mit. Ich habe echt einen Überblick darüber verloren, was ich schon alles gelernt habe. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr. So, hier war doch irgendwo gerade ein recht verführerischer Weg nach draußen. Zack. Da muss doch was gehen. Ja, moin. Scheißvieh. Schade, dass er nicht runtergefallen ist. Und scheiß Waldscheiße. Kamo, Junge. Zack, zack, zack. Da haben wir noch zwei. Eins. Und nochmal zwei. Zack, und schon ist Ruhe. Moin. Ich glaube, die wollen was. Oh, ich glaube, die sind tot. Das war mit ziemlicher Sicherheit eine Mine. Aber die leben noch. Ja, das schaut euch mal ein bisschen an hier. Alles muss man alleine. Alter Vater. Noch ein bisschen mehr Schaden und das Ding wird mir echt gefallen. Aber wann kriegt man schon mal was mit? Komm. Sei tot. Sei tot. Geht doch. Boah, ich glaube, das ist das erste Mal Messing, das ich hier jetzt gefunden habe. Wurde aber auch mal Zeit. Na, hier ist wieder mal nichts. Diese Behandlungszimmer sind alle Müll, ey. Gerne nochmal die Frage, was gibt's an der gebackenen Kartoffel zu leeren? Soda. Blei. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Irgendwie hoch. Das sieht doch fast so aus, oder? Na, versuchen wir mal die andere Seite. Wir machen das einfach so. Zack, zack. Oh shit. Da habe ich nur den Schatten kommen sehen. Wir stellen den da hin. Und wir nehmen uns noch einen mit. So. Was zu Hause funktioniert, ich stelle mich fix auf den Stuhl, funktioniert auch bei 7 Days. Na, man fragt. Vielleicht hätte ich mir mehr Stühle mitnehmen sollen. Diese total tote Hose. Hi. Ups. Na, halt mal. Geht auch wohl. Nettie genießt mal wieder ihre abendlichen Tacos. Nachos, Entschuldigung. Sie ist nämlich süchtig. Sie hat ein richtig fieses Suchtproblem. Hast du wohl? Wow. Das ist amazing. Wobei man ihr lassen muss, die schmecken auch einfach geil. Mehr Kältedotter. Oha, hier liegen schon die Leichen gestapelt. Das ist ja mal interessant. Rabimmel.
die hier echt durchs Tor zu kommen? Nee. Ich wollte gerade sagen. Mund ist offen. Hört mal locker. Oha. Oh shit. Repariere. Hoppala. Da musste im falschen Moment repariert werden. Der Pisser steht tatsächlich nochmal auf. Dann auch tatsächlich nochmal. Meine Güte. Das gibt's aber auch gut hier. Meine Güte. Oh, ich muss mich dringend mal heilen. Das war ein bisschen fett. So, ich glaube, wir haben gerade den Jackpot entdeckt. Ja. Da kam ja mal ganz schön viel raus. Da muss ja was gehen hier. Geht gar nichts. Das sieht aus, als wäre hier geforscht worden. Ein Messbecher. Das ist tatsächlich das Beste, was ich hier in den ganzen Scheiß gerade finde. Naja, und die Säcke. Die geben nämlich verrottendes Fleisch. Ach, jetzt habe ich die scheiß Chrysanthemen aufgesammelt. Idiot. Oh. Eine 6er Ranch. Eine 3er Ranch. Mit Steroide. Gut. Zack. Ich bin nicht mit einem schweren Schlag kaputt. Nein. Die kleineren auch nicht. Hm. Ja, das war nur halb so viel Jackpot, wie ich dachte. Also nicht einmal halb so viel. Supercorn. Nimm mit den Scheiß. Noch mehr Verbände. Das war nur halb so cool wie gedacht. Dafür, dass da so ein Haufen Viecher rauskam, war das ganz schön mager. Da geht's nach oben. Aber erst gucken wir einmal hier. Oh, ein Ammo-Pal. Nett. Armor-Plating nehme das nicht und den Rest auch. Oh, das ist ja nice. Das nehme ich mit. Steel Parts, ey. Ja, komm, kann man halt verkaufen. Das war's dann aber auch. Die Kohle brauchen wir hier nicht. Mineralwasser. Leider nichts drin. Was haben wir hier? Nochmal ein Klo. Wie unlohnend. Ätzend. Schön mit dem Hammer drauf bauen. So. Hier war ich doch gerade drin. Scheiße. Scheiße, meiner. Und die Treppe ist natürlich eingestürzt. Na super. Aber hält uns ja nicht auf, ne? Wir sind ja flexibel. Schnauze und liegen bleiben. Der will nicht. Umso besser. Ja, auch hin. Ich hasse ja Hunde, ne? Meine Güte. Scheiß Vieh. Da kommt der nächste. Habt's aber auch eilig hier. Noch eine. Und noch eine. Was haben die mit euch hier gemacht, ey? Ich glaube, das ist die Palliativstation, hier wurde nur noch gepflegt. Der Rest war tot. Radbämmel, Radbämmel. So, Ruhe. Dann sind wir auch schon fast oben. Läuft doch. Gesperrt. Wo geht's denn da hin? Das nervt mich so, dass man verschiedene Waffen nehmen muss. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Medical Supplies.
fressen wir, die schmeißen wir weg. Die auch. Jo. Und dann war es das auch hier. Definitiv. So, wo geht's denn hier nach oben? Oh, wieder. Ne, hier geht's nicht rum. Hab ich Holz dabei? Natürlich nicht. Doch, ein bisschen. Rezepte. Wie viel kriegen wir denn da zusammen? Oh, okay. Das reicht uns. Dann kürzen wir nochmal eiskalt ab. Das sind mal viele Vögel. So. Komm her, Babuschka. So. Das war eigentlich einfach. So. Kicken wir mal, was hier oben abgeht. Auf jeden Fall gut verteidigt. Ich wollte jetzt sagen, ich hätte erwartet, da kommt was raus. Der ist tot. Und wieder nur Schrott, ey. Meine Güte, wie viel Schrott hier rumliegt. Ein schnöder Koffer. Und ich gehe jetzt kommt. Alter, ich hab grad. Stirbt da einfach mal, ey. Etliche Male jetzt den getroffen, auf den ich nicht gezielt habe. Mach mal auf hier. So. Auf den letzten Metern. Ja, da ist doch schon der Jackpot. Können wir irgendwie besser ran? Und dass ich mich da noch durch 10.000... Wände kloppen muss? Nö, natürlich nicht. Na gut. Ach, vielleicht, ob ich den hier mache. Boing, boing, boing. Na komm. Okay, hier geht's noch weiter nach oben. Bin ich hier irgendwie reingekommen? Nee. Es gibt tatsächlich keinen vernünftigen Eingang. So, gehen wir mal durch. Von gut nach schlecht. So, ich muss jetzt einfach nochmal nachgucken. Was mache ich mit dem blöden Blutbeutel? Verbandskasten. Wäre es ja vielleicht fast mal sinnig, die mal zu sammeln, ne? Wir machen das einfach mal. Oh, noch ein zweiter Messbecher. Das finde ich ganz gut. So. Weapons Rack. Boah, 6er Junk Turret. Das geht nach vorne. Weg, weg, weg. Nichts wert. Das ist okay, das ist okay. Ja, ist gerade so okay. Scheißegal. Raketenmunition ist hingegen ganz geil. So, was haben wir hier? Hardened Chest. Ah, da sind wir jetzt bei. Oh, fast eine Stunde. Läuft. Rödel, rödel, rödel. Och komm. Mach auf die Hütte. Rappel. Paar coole Sachen sind bei. MR10 drauf geschissen. Nehme ich auch mal auseinander. Die nehmen wir mit. Dann nehmen wir das Alteisen mit. Ja, kein Platz mehr, ich weiß. Trinken wir mal ein bisschen Wasser. Dann schmeißen wir trübes Wasser auch weg. Und was kommt noch weg? Scheiß auf die Brille. Ist die wert? Eigentlich ganz wertvoll. Dann kommt das Öl weg. Militärhandschuhe. Drauf geschissen. Chrysanthemen. Was machen die denn hier? Weg damit. Damit verbinden wir uns nochmal. Scheiß auf die Polymere. Dann nehmen wir die AK mit.
Bisschen Blei, ein bisschen Steine brauchen wir auch auf keinen Fall. Das war doch schon etwas besser hier. Hier ist die Ausbeute doch zumindest okay. Ein bisschen Nitrat bringt uns auch nichts. Dafür nehmen wir die mit. So, haben wir noch Pilz. Das war ja voll für den Arsch. Glaskrüge auch voll. Das Rad nehme ich ganz gerne mit. Schauen wir das Wasser. Und nochmal Poppenpilz. 20 leere Glaskrüge. Echt geil. So. Gucken wir mal, was hier geht. Hab ich mir doch gedacht. Oh, hauaha. Das habe ich mir so nicht gedacht. Hupala, meine Güte. Jetzt bin ich nicht gut, oder was? Wieso rennen die denn hier oben rum, ey? Okay, die war toter als gedacht. So, boah, läuft, würde ich sagen. Irre Munitionsverschwendung, aber läuft. Schutzbrille, Guillotine. Die Schaufel ist wertvoll. Hallo Hund. Von daher würde ich die ganz gerne mitnehmen. Was lassen wir denn da? Ich glaube, auf eine Flasche Mineralwasser können wir verzichten. Was ist die? Die ist nicht der Obershit. Ja, und dann war es das auch mal wieder, ne? Das war es sogar sehr. Ja. Dann gucken wir hier nochmal schön über die City. Da hinten ist noch eine. Die werden wir uns auch noch schnappen, die Kirche. Ne, allerdings nicht mehr in dieser Folge. Das werden wir dann in der nächsten machen. Unsere kleine Expedition hier. Und dann würde ich sagen, ich danke euch vielmals für Zugucken. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Und oder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Berthodsson.